Hallo und herzlich willkommen zu Campus TV. Diese Woche zeigen wir euch ein paar Einblicke von den deutsch-russischen Hochschultagen an unserem Campus in Zweibrücken. Professor Dr. Bartmann hat sich trotz seines forschungsfreien Semesters die Internationalisierung des Fachbereichs Betriebswirtschaft der Hochschule Kaiserslautern als Ziel gesetzt. Das Ergebnis ist die deutsch-russische Hochschulkooperation des Fachbereichs Betriebswirtschaft der Hochschule Kaiserslautern mit der Hochschule für Industrie, Ökonomik und Management der Staatlichen Polytechnischen Universität Peter der Große in St. Petersburg. Aber nun lassen wir Professor Dr. Bartmann über sein Projekt berichten. Gut, dann will ich ein wenig beschreiben, was wir in diesen deutsch-russischen Hochschultagen machen. Die laufen eine Woche lang. Wir haben hier unterschiedlichste Vorträge und Workshops, an denen deutsche und russische Studierende teilnehmen und sind heute dabei, etwas über 3D-Scannen und 3D-Drucken zu erfahren. Und so läuft das Programm bis zum Samstagabend. Da gibt es auch noch kulturelle Veranstaltungen. Wir fahren also nach Trier und werden da das Karl-Marx-Haus besichtigen und einen Stadtrundgang machen. Ich war vor 2 Jahren in Russland, in St. Petersburg und in Wolgograd, das ehemalige Stalingrad, und habe dort mit Hochschulen Kooperationsverträge abgeschlossen. Und die werden jetzt sozusagen mit Leben gefüllt. Wir haben im letzten Jahr zum ersten Mal einen Besuch in St. Petersburg gemacht mit 9 Studierenden und mit entsprechender professoraler Begleitung und haben dort ein Unternehmensplanspiel mit deutschen und russischen Studierenden gemeinsam durchgeführt. Dieses Planspiel ist dann auch zertifiziert worden. Und die jetzigen deutsch-russischen Hochschultage sind praktisch als Gegenbesuch gedacht der Studierenden und der Professoren aus St. Petersburg. Professor Klaus Knopper hat unseren Besuchern den 3D-Druck und Animation nähergebracht, indem sie ihre Modelle erstellen und drucken konnten. Ja, 3D-Druck und 3D-Design ist ein Teil unserer Grundlagen der Informatikvorlesung, wo die Studenten die erste Programmiersprache lernen und gleich ein Erfolgserlebnis haben können, dass das, was sie programmiert haben, später aus dem Drucker kommt und sie können es in der Hand halten. Ja, 3D-Prototyping ist zum Beispiel für neue Maschinenteile oder Projektideen von Studenten gedacht, womit man kleine Computer mit den dazu passenden Gehäusen herstellen kann und diese vielleicht in größere Umgebungen integrieren, festschrauben kann. Dafür brauchen wir spezielle Teile, die es nicht im Handel gibt, die man sich selber ausdenken und mit Hilfe des 3D-Druckers herstellen kann. Hier möchten wir die 3D-Möglichkeiten Konstruktion und 3D-Druck und Visualisierung zeigen und auch dieses Museumsprojekt einmal vorstellen. Ja, unsere Gäste kommen hier aus Russland und wollen sich das Ganze einmal vor Ort angucken und haben auch die Möglichkeit, das live am PC auszuprobieren. Nach dieser spannenden Veranstaltung durften unsere Gäste sich in der Mensa stärken, damit sie auch mittags und die restlichen Tage fit in ihr Programm starten können. Professor Dr. Bartmann hat einige Dinge für die Zukunft geplant, mit denen die Kooperation ausgebaut wird und unsere Studierenden auch profitieren können. Anvisiert ist, dass dieses Kooperationsprojekt zwischen russischen Hochschulen und unserer Hochschule, dass das ausgebaut und institutionalisiert wird. Wir sind dabei, ein gemeinsames Curriculum zu entwickeln, an dem dann unsere Masterstudierenden teilnehmen können und die können dann dort ein Double Degree erwerben. Und wir haben im Visier, ein gemeinsames Promotionsstudium zu etablieren, an dem dann deutsche Studierende, die allerdings der russischen Sprache und der russischen Schrift mächtig sind, davon gibt es bei uns schon sehr viele, die können dann an diesem Promotionsstudium teilnehmen, können über eine Dissertation, die sie schreiben, dann promoviert werden. Das wäre das Fernziel unserer Kooperation. Wir planen natürlich auch neben dem Studierendenaustausch auch einen Dozentenaustausch. Wir sind dabei, Gastprofessuren zu entwickeln, sodass deutsche bzw. russische Hochschullehrer im Wechsel an deutschen bzw. russischen Hochschulen dann lehren können.
Das war's auch schon wieder mit Campus TV. Danke fürs Einschalten und bis zur nächsten Woche.